Bin nicht, aber. Geht schon. Nicht alles, ne? Hat gebrannt. Die North Carolina hat sich weggelöscht. So, herzlich willkommen zu einer Runde World of Warships. Wir sind fleißig am Unterhalten neben den ganzen Aufnahmen. Und mit dabei, wenn ich schon sage wir, ist wieder Micha und Sven. Hallo. Moin. Sehr gut, das klappt immer besser mit uns. Klappt immer besser, ja. Ne? Als wenn es schon fast einstudiert wäre. Ja. Ja, wir haben auch immer lange geübt, ne? Also man darf nicht erzählen, dazwischen liegen immer eine halbe Stunde, bis wir das richtig einstudiert haben. Wir sitzen hier seit 7 Tagen. Ja. Und es klappt endlich. Und studieren dieses Hallo sagen wir mal ein. Genau. Also ich habe jetzt mal die Ashigara angesehen, also die hatte mal ein paar nette Futures dabei. Also ein Katapultjäger 1, also der ist schon mal echt nice. Und defensives Flakfeuer. Also das finde ich mal cool. Plus okay. Torpedos habe ich dann auch noch, die wo 10 Kilometer weit gehen. 10 Kilometer ist, kann man mal machen. Oh ja. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. 14 Sekunden Nachladezeit. 5 Geschütztürme. Junge. Ist ja schon fast wie ein Kreuzer. Und dafür, dass das Ding 35 Knoten geht, sagst du dir. Aber das ist ja dem links eine geile Mischung auch. Oh, die ist wendig, ey. Da zückst du Chelsea. Wir müssen mal dazu sagen, der Micha spielt dieses Schiff, wie er uns gesagt hat, vor der Runde das erste Mal. Die Miyoko ist das, ne? Ja. Na, die Ashigara. Achso, nee, stimmt. Micha hat von der Ashigara gesprochen, aber das, was er jetzt fährt, fährt er zum ersten Mal. Achso, okay. Ach, es ging um das, was er jetzt gerade. Weil die Miyoko dürfte doch auch relativ wendig sein. Oh, von da hinten kommt eine North Carolina. Toll. Hält mich. Ich versuche sie mal ein bisschen zu ärgern. Aber ich habe ein bisschen blöd vorgeschossen, glaube ich. Ja. Ja, die dreht voll bei. Ja, ich sehe sie gar nicht. Hinter der Insel. Wir machen Blindschuss. Hat vorhin schon mal funktioniert. Ja, und? Detonation. Nee, Treffer ja, aber... Das wäre krass. Das wäre echt krass, so ein Schlachtschiff eine Detonation mitzugeben. Oh ja. Dann würde der Typ da auch seinen Rechner ausmachen oder Laptop zumachen. Und 3 Tage schlafen. Ja. So, jetzt kommt die NC vor. Jetzt kriegt er eine Rede von mir. Wie viele Torpedos sind das hier? Eieiei. Vor allem auch gar nicht so schlecht gestreut. Irgendwie da vorne ist der Prinz Eugen. Hab's ja schon im Blickfeld. Das ist gut. Ich drehe auch nochmal voll bei. Richtung Backboard. North Carolina lasse ich erstmal außen vor. Boah, die Prinz Eugen gibt gerade ein mega schlechtes Ziel ab. Überhaupt. Oh, die George fährt gegen's Land, meiner Meinung nach. Echt? Ja. Wobei, es könnte auch sehr knapp werden. Ach, ich werde heute schon noch ein Torpedo fressen. Verdammt. Jetzt steht sie. Süß, ich bin den Torpedos alle ausgerichtet. Alter, ist die George ist gegen eine Insel gefahren. Ja, ich habe jetzt mal ein Torpedo gefressen. Hannes, du musst es ja so wie ich machen. Du musst den Torpedos hier ausweichen. Ach so. Und ich dachte, es geht darum, die meisten zu fangen. Warum sagt denn das noch keiner? Ne, echt mal. Verstehe doch das Spiel sonst nicht. Alter, die Schorsch, die wird jetzt so in Beschlag genommen. Problem gelöst. Oh ja, die zeigt sich noch so schön. Einmal getroffen. Ein einziges Mal bloß getroffen? Ja, das wundert mich auch. Ich jetzt auch bloß ein einziges Mal. Wieso fahren wir sich genau in so eine Ecke da rein, man dreht sich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Natürlich gekonnt, wa?
Existiert die überhaupt noch? Nee, ist jetzt raus. Also, ich denke mal, das wird ein Punkt der Sieg, weil wenn ich mir das mal so angucke, ja. Wir haben ja. Drei Spots, Gegner spielt defensiv. Kommt jetzt gar nicht mehr großartig ran, der müsste jetzt schon eine Meisterleistung bringen. So, ich probier's nochmal auf die North Carolina auf Distanz. Hab da 7 Treffer bisher gelandet, aber jetzt nicht groß was an Schaden ausgerichtet. Naja, immerhin 4.500. Ja, 3.000 mit HE. Das ist sehr gut. Wie ich finde. AP. Knapp drüber da, Sven, wa? Ja. Über den Berg. War auch eine knappe Sache, aber ich dachte mir, hier kommt. Ja. No, no risk, no fun. Richtig. Und getroffen. Oh, und kein Schaden. Ein Schaden, ey. Ein Schaden? Ne, ist glaube ich nicht. Kein! Achso, kein Schaden. 470 Schaden mit AP. Lass uns mal ein bisschen mehr ranfahren. Ja. Sven. Manchmal doppelt an ist und das war. Nee, das ist nicht TS, das ist irgendwie bei Micha irgendwie noch Rückkopplung. Ach so. Ja, aber das ist nur, wenn ich mich ganz laut aufrege. Emotional wirst. Ja gut, das bin ich ja eh immer. Das ist ja nichts Neues. Ja. Ja, guck mal, Micha fährt da vorne schon 9 Kilometer vor uns. Wir doppeln hier. Wir kommen hinterher, ey. Hallo. Oh, mein Stuhl, sorry. Arsch, quietscht ja alles. So, wir lassen mal Sven ein bisschen vorfahren. Au, oh. Oh, ich hab gerade richtige Freizeit kassiert. Ja. Ich wollte gerade sagen, Micha wäre jetzt gut beraten, wenn er jetzt irgendwie rauskommt. Mach es nicht der Chorsch nach. Das wäre nicht die beste Idee. Ich sag mal, ich treffe hier die Fuße ständig, aber... Geht schon. Ja, ist halt nicht alles, ne? Oh, hat gebrannt. Die North Carolina hat sich direkt gelöscht. Ja, dafür kommen noch Tops vor der Insel hervor. Ja, reichen die? 10 Kilometer. Boah. 10 Kilometer. Ja, aber die dreht, also die wendet sich relativ viel. Mal gucken. Naja, zwei Treffer, 1700. Wenigstens mal ein bisschen Schaden gemacht und mal wieder Zieltreffer gelandet. Sonst gehe ich hier mit 0 Punkten aus der Runde raus. Ich bin raus. Michael ist raus. Aber 34 Treffer, zweimal Brand. Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich relativ gut vorne dann gespielt. Ja, ja, ihr spielt ja wieder lieber defensiv. Nein, wir spielen auch gerne offensiv. Nee, wir wollen, aber wir sind zu langsam. Wir haben keine andere Wahl. Also eigentlich schon. Sven, was ist denn das? Du hast ein Loch im Deck. Ja. Ja. Das soll der Pool werden. Den haben schon vorgebaut. Oh, neue Umbaumaßnahmen. Ja, neue Umbaumaßnahmen. Guck mal, weißt du, wer hinten rumfahren kann, der kann sich auch halt einen Pool leisten. Greift er nicht ein. Der erste Kapitän hat gesagt, komm, ich will mal ein bisschen Lux. Ja, jetzt nehmen sie doch nach das und nach ein. Dafür, dass Hannes eigentlich... Ach doch, da hier. Oh, den haben sie zweimal richtig durchgeballert. Ja, auf wen? Auf mich? Das war jetzt ein bisschen doppeldeutig, aber gut. Lass noch mal so stehen. Ja, aber wir haben sie ordentlich durchgeballert. Hehehehe
Am besten geht's auf die MC. Ja, 15 Kilometer kommst du nicht dran, ne? Wo, wer, wo? Wie meinst du jetzt? Der Hannes. Ja. Gut. Ja, genau, du kannst mir auch ein bisschen helfen hier. Boah, ist eh gleich vorbei, wir sind bei 988. Wir sind bei 988, da wird nicht mehr, glaube ich, so viel passieren. Ich schaffe es noch nicht mal. Ich kann nicht mal mehr schießen, ey. Nee, ich auch nicht. Schießen ja, aber treffen wird nicht die Zeit reichen. Ne? Ach, nicht mal das. Ja, ich aber wie ich gesagt habe, das wird ein Punkt der Sieg. Ja. Ja. Richtig. Kaum was gemacht. Sehr Micha schön. Hat das meiste hier gemacht. Dickes Lob an Micha. Ja, wir machen. Klatsch, klatsch, klatsch. Hashtag Micha-Hype. Micha-Hype, genau. Ich hoffe, es hat ihm auch ein bisschen Spaß gemacht, hier unser Community-Play. Ja. Dass du sowas weiterempfehlen kannst, auf alle Fälle. Oder dass man sowas auch mal wieder macht. Ja, auf alle Fälle, wie ich eh schon vorhin mal gesagt habe, wenn ich morgen meinen neuen Arbeitsspeicher bekomme, dann können wir gerne mal hier so Livestream starten, mal so 24-Stunden-Challenge und so, ne? Das ist gleich in die Vollen. Oh, das ist direkt ja. In die Vollen. Aber wir gucken mal, wie sich das alles auf alle Fälle entwickelt. Ja, Kontaktdaten habe ich jetzt ruhig, also ich so denke mal, ich denke mal, dass ich da nichts dagegen sprechen würde, dass man noch einen zwei Runden miteinander rumschippert. Das denke ich auch, Also Leute, wenn ihr auch mal wieder Bock habt oder wenn ihr überhaupt Bock habt, mal bei diesem Community-Play mitzumachen, dann meldet euch einfach mal gerne bei mir. Vielleicht macht das Micha auf seinem Kanal ja auch gleich mit. Ja, da hat man was Schönes eingeführt. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.